Entweder der mit dem Schildschlag oder allgemein der Schildschlag. Oh, jetzt haben wir irgendeine Falle aktiviert. Dankeschön. Rezept Atronagenschmiede. Schön. Feueratronage. Egal, kenne ich. Und ein Werwolf. Totem. Habt ihr es? Ja, das habe ich. Und ich brenne. Das passt absolut auf die Beschreibung des Totems aus Kjors altem Buch. Bringen wir das Ding zur Tiefenschmiede. Gut. Hier gibt es bloß Wein. Ist zwar auch roter Saft, aber. Ah, Mann, ich denke jedes Mal, das wären Vampire. Das sind es aber nicht. Nein, das sind ja Totenbeschwörer. Typen. Wenn ich jetzt hier rausgucke, sieht es aus wie Nacht. Kann aber nicht sein. Das ist ja strahlender Tag. So, und auf in die tiefe Schmiede. Wieder einmal. Die Frage ist nur, was mir da für coole Fähigkeiten bekommen. Aber ich glaube, ich werde dann diese Verwandlung in den Vampir nie wieder durchführen. Das bringt mir nicht so wirklich viel. Nicht wirklich. Ah, genau. Wenn ich gleich hier oben bin, kann ich auch noch was Zweites machen. Ich kann mal mit Faringer reden, weil nicht nur dieses Holy Light Ding war bei dem an sich, sondern Faringer ist die Hauptanlaufstelle für die göttlich wirft naja, einen Blick benutzerdefinierte darauf. Zauber. Genau, Night Eye. So. Wenn ihr weil das der erste Magier ist, den man eigentlich, naja, wenn man ein bisschen nach der Story geht, mitbekommt. Es sei denn, man geht noch von dem Handelskontor aus, aber Weißlauf ist da wahrscheinlich eher der bessere Anlaufpunkt. So, gehen wir also dann mal nach unten und suchen diesmal das Night Eye. Wo ist es? Da. Hier. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren. Wo ist es denn? Night Eye. Nee, das war bei Illusion. Hier. Wie der Magier ein Winterfest besucht. Sieht schön aus, oder? Wow. Ich muss euch bitten, ja, damit sorry. Aufzuhören. Gut. Und das schön, ist der. Dass wir das gerade geklärt haben. Das halt macht das Nachtauge da. Das macht alles heller. Aber auch extremst hell. Und es sollte wirklich nur in dunklen Gegenden benutzt werden, weil in hellen Gegenden ist das ziemlich. Naja, ungünstig. Vor allem mit dem anderen Mod habe ich das Auge mal ausprobiert und es hat überhaupt nichts gebracht im Dungeon. Ich überhaupt nicht. Und hier mache ich das an und was ist? Zack, es wird hell wie Tag. So, dummerweise kann ich das jetzt nicht deaktivieren. So sieht es standardmäßig aus und so sieht es dann ein bisschen erhellt aus. Ich weiß jetzt dummerweise nicht, wie lange das anhält. Na okay, eine Minute müssen wir jetzt mit Grau in Grau abhalten, aber ich glaube, das wird auch schon. Ah, Mann. Ich glaube, das Nachtauge-Ding werde ich auch nicht so wirklich benutzen, wenn dann das Holy Light. Die Augen sind nur wirklich gut, wenn man sich anschleichen will und den Gegner nicht auf sich aufmerksam machen will, durch Lichter eben. So, wir sind jetzt hier. Der Geist von Skjör begleitet uns auf diesem Auftrag. Okay, hier geht's dann wieder zurück nach Himmelsrand, aber. Aha, hier müssen wir also hin. Platzieren wir das Totem. Hast du noch was zu sagen? Wir machen mal kurz das Licht an. Vielleicht wird's. Oh Gott, nein, das ist zu hell. Das ist zu hell. Das ist zu hell. Und ich kann es nicht deaktivieren, so ein Keim. So. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt ja, mir. Ja, ich suche ein Arbeit. Bürger von Rift hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar ist ein Raubtier in ihr Zuhause eingedrungen. Jemand muss die Bestie erledigen. Schon wieder? Seid vorsichtig. Tiere sind bei weitem nicht so berechenbar wie Menschen. Schenkt dem Vieh einen schnellen Tod. Habt ihr Ratschläge für mich? Totem der Jagd, naja. Dann machen wir jetzt mal den Eisgeist kaputt. Oder... Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Glaube ich auch. Können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Ich bin mehr so eine Art Ritter. So, aber gut, das Nachtauge wurde deaktiviert und das Kammerjäger-Quest werden wir dann nachher weiter benutzen. Was wir jetzt eventuell machen, ist den Riss schließen. Wie kommt denn der da bitte hin? Oh, ich habe beinahe noch was vergessen. Und zwar war ja irgendwo noch in der Nähe eine Drache unterwegs, genau. War ja hier irgendwo. Irgendwo weiter im Norden, glaube ich. Ja.
Aber wir werden das nochmal machen. Es gibt ja auch diese kleine Karte, auf der alle möglichen Fundorte von Drachen eingezeichnet sind. Das Problem ist, wie man die aktualisieren will oder so, weil... Da müsste man sich ja wirklich noch eine zweite Karte machen. Also eine echte Karte, die man dann nebenein liegt und dann weiß man halt, was man schon mal gekillt hat und was nicht, beziehungsweise wo man schon mal war und wo nicht. Kommt man eigentlich hier hoch? Ja, ich höre einen Drachen, das ist toll, aber ich will hier irgendwie hoch. Ich will hier nach oben. Ah, jetzt, okay. Das funktioniert. Okay, das ist auch ein ziemlich steiler Hang hier. Wir werden mal lieber den Steinweg hier benutzen gehen. Weil Steinwege sind immer die besseren. Macht der mir eigentlich gerade... Ja, der macht mir gerade den Hintern heiß. Das wollen wir jetzt eigentlich vermeiden. Hier zeigt es uns das Gebiet des Drachen an. Und ich glaube, hier gibt es auch ein neues Wort. Die Nordwindspitze. Davon sieht man es schon. Nee, das ist es nicht. Da ist es. Gut, wir machen als erstes mal den Drachen kaputt. Hoffen, dass der überhaupt mal irgendwo landet. Wir können allgemein mal noch ein bisschen was umgucken hier. Ah, jetzt ist er gelandet. Na klasse. Gerade dann, wenn ich mich hier umschauen will. Was denn das? Ach, das ist hier... Ah, der Skelettschlüssel. Sehr interessant. Der sieht ganz cool aus irgendwie. Aber den brauche ich ja nicht. Weil ich komme auch ohne ganz gut zurecht. Boah, ist das... Der Drache, der nervt schon dezent. Aber gut, das ist ja ein ganz normaler Drache, von daher ist das jetzt kein großes Problem. Den kann man sogar mit Nahkampfangriffen ganz gut kaputt machen. Aber wir machen dummerweise keine kritischen Angriffe. Na gut. Haus Nummer 2. In dir befindet sich ein Büchlein, ein beschädigtes Büchlein. Oh, wo ist denn der Drache? Ach, da oben. So, Haus Nummer 3. Ich glaube, das dürften dann alle Häuser gewesen sein. Könnte der mal landen? Naja. Ja, und wir müssen mal noch den Ofen hier ein bisschen anheizen, weil der das nicht von alleine war. Deshalb benutzen wir den... Ach ja, genau. Wir haben ja noch die Kiste. In dieser Kiste ein bisschen Geld und sonst nur Müll. So, könnte jetzt erstmal dieser Drache wieder nach unten kommen. Ich wäre wirklich sehr, sehr... Dankeschön. Mal gucken, ob jetzt ein schöner Killing-Move kommt oder nicht. Doch, es kommt ein Killing-Move. Yeah. Das gibt's halt nur im Nahkampf. Der Fernkampf ist relativ unspektakulär. Trotz Slow-Mo, Magie, Angriffe und so weiter. Naja, wie gesagt, ein bisschen unspektakulär. So, werden wir uns jetzt mal das nächste Wort holen. Was ist denn hier drin? Wort der Macht gelernt. Jagen, Aura flüstern. Okay. Aura flüstern hier. Ich habe doch eigentlich Jagen von Aura flüstern gefunden. Ach nee, ich muss es noch aktivieren. So. Bla bla bla. Die Stimme ist kein Schrei, sondern ein Wispern, das die Lebenskraft aller Feinde und Freunde enthüllt. Okay, ich habe es zwar verkehrt rum vorgelesen, aber der Sinn ist derselbe. Na komm schon. Ja, jetzt haben wir noch einen. Immer noch das Ding mit und das Ding. Ja, das dürfte erstmal wieder gewesen sein. Ah, Nebelwacht brauchen wir jetzt erstmal nicht zu auskundschaften. Oder auszukundschaften. So, ja, wir wollten jetzt eigentlich den Riss schließen. So, dann müssen wir... Am schnellsten kommen wir da wahrscheinlich von hier dahin, oder? Oder von da. Irkengrad, ja. War ja mal wieder klar, dass wir ausgerechnet von so einer Zwergenruine dahin müssen. Na gut. Na, wir müssen nach Nordwesten von hier aus gesehen. Immer schön der Straße folgen. Und schon sind wir eigentlich da. Hier ist Süden, da ist Norden und da ist der Riss. Ich hoffe, diese einzelne Markierung ist auch der Riss. Sonst wäre es ziemlich blöd. Ich bin doch eigentlich gleich da. Ja, ich bin da. Hier ist der gute Riss. Und es wie Stab des Magnus. Wow. Okay, wir machen erstmal die magische Anomalie kleiner.
Okay, gut. So hat das anscheinend nicht beim ersten Mal funktioniert. Machen wir halt die Viecher tot und dann machen wir den Rest. Ich hoffe nur, ich komme... Oh Gott, das kann echt ewig dauern, diese Viecher kaputt zu kloppen. Ja, das kann ewig dauern. Wollen wir uns ein klein wenig verstärken? Gute Verstärkung. Ich habe nicht wirklich Verstärkung gesagt, sondern mehr Verstärkung. Oh, das ist alles so weiß. Eigentlich müssten wir die doch bald haben, oder? Wow, ein Troll auch noch. Okay, kümmern wir uns erstmal um den Troll. Ein extrem geiler Effekt. Wenn beide Tremora zur selben Zeit reden. Einfach nur cool. Ein Chor aus Tremora. Will die magische Anomalie jetzt bitte... Gut. Geisterhafte Überreste Nummer 1. Mächtiger voller Seelenstein vor allen Dingen. Können wir mitnehmen. Man weiß ja nie. Volle mächtige Seelensteine gibt es selten. Ist eigentlich auch wirklich schade, dass... Oh. Nee. Er ist weg. Er ist da hinten. Ich glaube... Wo ist denn jetzt eigentlich... So? Hier sind die Überreste. Ah, das war ein großer Seelenstein. Den brauchen wir natürlich nicht. Es waren es doch eigentlich drei. Oh. Das ging schnell. Haben wir jetzt den Riss niedergemacht? Ich glaube schon. Nachbeben. Gut. Kehren wir mal zu Teufeltier zurück. Moment. Ich habe doch bestimmt noch irgendwelche andere Quests angenommen. Also die, die bei Sonstiges stehen oder keine Ahnung, andere wahrscheinlich. Mal kurz gucken. Nee, das war's falsch. So. Verschiedene. Nee. Wir haben alles akkurat gemacht. Konnte uns niemand was vorwerfen. Aber wir wissen jetzt immerhin, wo Teufeltier sich immer aufhält. Weil ich denke jedes Mal, der ist in der Halle der Bekräftigung. Also dort, wo die anderen hohen Meister sind. Weil die Halle der Leistung ist ja meistens immer die der Auszubildenden. Moment. Welches Zimmerle? Hier. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Okay. Ihr seht aus, als könntet ihr etwas Hilfe gebrauchen. Nun ja, es ist mir recht peinlich. Mhm. Aber ich scheine etwas verlegt zu haben. Bitte nicht schon wieder der Destillierkolben. Ich kann meinen Destillierkolben nicht finden. Ich könnte wohl einen anderen nehmen, aber... Ich glaube, es hört sich albern an. Aber meiner hat einen sentimentalen. Ja, ja, ja. Wenn ihr ihn zufällig seht, könnt mein Destillierkolben... Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich brauche ihn für meine Form. Sehr gut. So sehr freuen, um die beträchtliche Goldmenge zu rechtfertigen, die der Akademie zum Beheben des Problems geboten wurde. Ja, wunderbar. Ich finde es nur passend, dass der Erzmagier persönlich einen großen Anteil der Belohnung erhält. Gut gemacht. Ich sollte mir mal noch den Mod Better Faces und Better Lips holen, so wie das nehmen wir aussieht. Ja, weil die Lippen sind nicht gerade HD. Gut. Weil den hatte ich mal drauf und dummerweise musste ich ja Skyrim mal neu drauf installieren. Und ja, da ist jetzt der Mod weg. Muss ich dann irgendwann mal extra noch holen. So. Ich denke dummerweise jedes Mal, dass der Mod zu... dass der Mod zu den HD-Texturen gehört, aber die Personentexturen sind ja was total anderes. So, Kammerjäger brauchen wir jetzt eigentlich weniger. So, Dämmergrab. Das ist jetzt das, was wir wirklich machen wollen. Ja. Wir waren ja zum Glück schon mal hier und konnten nicht rein, weil irgendjemand uns die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Wie jedes Mal. Proben. Ist das jetzt dieser Pilgerpfad da? Hm. Oder es ist halt der Haupteingang. Gehe ich halt durch den Haupteingang. Man weiß ja nie, was man die ganze Zeit hier den Haupteingang findet. Aber gut. Es können natürlich tausende von Gegnern gleich wieder auf mich loskommen. Betritt das Dämmergrab. Sprich mit dem Nachtigallenwächter. Okay, das werden wir aber erst machen, nachdem wir uns erstmal ein bisschen Licht gemacht haben. Gabin. Ah, das wird er wahrscheinlich sein. Wow. Das ist ein Mega-Tempelein. Und die hatten ja irgendwas von so einer komischen Verbindung oder so geredet. Ich dachte, die Verbindung wäre allgemein was Spirituelles. Aber so wie die das anklingen lassen haben,
ist die Verbindung, von der die Kids geredet haben, nichts Spirituelles, sondern, naja, halt ein Ort mit Strahlen und so. Ich kenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Yeah. Wer seid ihr? Ich bin der Dovahkiin. Der letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Nee. Und das ganz allein. Mhm. Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Was ist denn hier passiert? Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Okay. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Also bist du Gallus. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Ich habe den Schlüssel. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel? Ja, offensichtlich. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer Frey? Der ist tot. Dann ist es vorüber. Anscheinend. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Guti, das habe ich für Nocturna getan. Bla bla bla. Ich wollte eigentlich nur reich werden. Gilde getan, Nocturna, Gilde, Nocturna. Puh. Sowas wie, ja, habe ich gern gemacht. Eine vierte Option wäre ganz nett. Ich mache das nämlich nur für die auch nicht. Eventuell wäre das die einzige Option, für die ich irgendwas machen will. Und das weniger, weil ich habe ja sowieso genug Kohle. Ihr wart der Gilde eine große Hilfe. Und auch wenn sie es nicht zeigen mag, bin ich mir sicher, dass sie eure Opfer zu schätzen weiß. Mhm. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Doch, nicht ganz so. Kalia, sie lebt noch. Ich hoffe doch. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Okay. Dann nehmt den Schlüssel und bringt alles wieder in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Wieso? Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Ach so. Das, wie geht das? Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zur Nocturna als Reich des ewigen Zwielichts. Aha. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Gut, okay, dann werde ich dann allein weitermachen müssen. Wie sonst auch. Meine Kräfte schwinden. Und ich spüre, wie ich davon bleibe. Wenn du jetzt in Luft dich auflöst, dann gibt es nicht. Ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Kannst du denn einfach die Tür aufmachen? Okay, welchen Einfluss hat der Schattensee auf euch? Der Schattensee ist eine Verbindung, über die Nocturnal unsere Welt beeinflusst. Mhm. Nicht durch Magie oder göttlichen Segen, sondern einfach durch Glück. Aha, okay, Glück ist bedeutungslos für das, was wir tun. Ja, natürlich. Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst erarbeitet. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Aber Nocturnal beeinflusst unser Glück. Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen. Ja. Okay, und wie kann das die Dinge verändern? Denkt einmal an die Gilde. In welchem Zustand sie war, als ihr kam. Denkt an all die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt. Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte. Ja. Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen. In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück von gewöhnlichen Banditen. Gewöhnliche Banditen ist ja eine andere. Okay, gut. Und nun, da der Schattensee geschlossen ist, ist auch unser Glück am Ende. Es gibt nur wenige, die Nocturnal noch immer die Glücksdame nennen. Und das aus gutem Grund.
Okay. Was stimmt mit den anderen Nachtigallwächtern nicht? Ich fürchte, die Schließung des Schattensees und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts hat sie drastisch verändert. Das ist schade. Sie sind nur noch Schatten dessen, was sie einst waren. Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele, noch ihre einstige Identität. Das ist blöd. Okay, und warum seid ihr nicht wie sie? Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grabstätte manifestiert. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde. Ah. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet. Wie sie mir langsam entgleitet. Ja, aber da würde ich trotzdem sagen, dass du ein bisschen Glück gehabt hast. Könnt ihr nicht einfach den Schlüssel nehmen? Was auch immer die Nachtigallwächter beeinflusst, es wird nun auch auf mich. Ja. Ausgerechnet jetzt. Je näher ich dem Schattensee komme, desto stärker entgleitet mir mein Selbst. Wieso das? Sogar in diesem Augenblick fühle ich mich merkwürdig, wo ich doch eigentlich gar nichts fühlen sollte. Und wieso gehst du einfach nicht woanders hin? Und was ist... Ich wünsche